wir sehen das ja auch irgendwie im Grunde genommen in Bremen. Also wenn wir uns Bremen angucken, dass die erste größere Amtshandlung der AfD-Fraktion war, sich aufzulösen. Und dann gab es weiter eigentlich inhaltlich, ich glaube, haben Sie mittlerweile mal einen Antrag gestellt, also es werden keine Anträge gestellt, es werden keine Reden gehalten im Parlament, also wir können sie parlamentarisch gar nicht greifen hier in Bremen. Wie soll man damit umgehen? Also da versteckt sich jemand, der tut, als würde er das Volk vertreten, aber parlamentarisch, also vom Parlamentarismus völlig überfordert ist. Also zuletzt, vielleicht hast du das mitgekriegt, die AfD hat in einer der letzten Debatten der Aufnahme von 20 Flüchtlingen aus Griechenland zugestimmt, was ja eigentlich völlig widersinnig ist, wenn man sich deren sonstigen Aussagen anguckt. Also sie sind vom Parlamentarismus überfordert. Naja, ich auch da würde ich, also da muss ich erstmal eins sagen, und zwar, ich kann das zum Beispiel aus Sachsen nicht bestätigen, dass die AfD-Fraktionen untätig bleiben. Und gefährlich sind sie auch nicht da, wo sie unfähig bleiben, aus was für Gründen auch immer. Da kenne ich mich mit der Bremen-internen Beschaffenheit der Fraktion zu wenig aus. Oder der ehemaligen der AfD-Abgeordneten, das macht es vielleicht auch nochmal schwerer. Aber viel gefährlicher ist die AfD dort, wo sie einen großen Aktivismus vortäuscht, also wo sie ganz viele Anfragen stellt zu den unterschiedlichsten Themen, die eben dann auch wieder als Politikum genutzt, also einfach als Werbung genutzt werden. Zum Beispiel, dass man sich, dass man nach der Anzahl von erblichen Erkrankungen erkundigt, im Zusammenhang, weil man eben vermutet, dass durch den Zuzug von Migranten, dass dadurch, dass sie ja häufig ihre eigenen Familienmitglieder heiraten. Ja, das ist natürlich eine ganz bewusst inszenierte Provokation wieder. Da geht es nicht um Parlamentarismus, man will doch. Da geht es nicht darum, dass man irgendwie ein Gesetz vorbereitet, sondern das ist eine PR-Maßnahme. Oder dass man bei den eigenen Anhängern kommt sowas gut an.